Ich stehe hier am Beginn des Kreuzweges in St. Michael in Redwitz an der Rodach. In vielen Kirchen hängen Kreuzwege mit 14 oder 15 Stationen. Es ist eine Weise, sich bildlich in die Passion Jesu hineinzubegeben. Ich möchte heute beginnen mit dem Bild vom Verhör Jesu vor Pilatus und seiner Verurteilung und lese aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus vor den Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die Hohepriester und Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun in die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die hohen Priester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Im Zeichen des Kreuzes geht Jesus den Weg des Leidens, den Weg aber auch durch dieses Leiden zur Auferstehung. So segne und begleite euch im Zeichen des Kreuzes der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.